Ausflug nach Amberg. Hallo, willkommen bei der Gattin Moni. Heute nehme ich euch mit nach Amberg. Amberg, das liegt in der Oberpfalz und ja, wir verbringen bloß ein paar Stunden da nachmittags. Das Wetter ist ein bisschen bedeckt, es ist trocken, aber ja, ein bisschen frisch fast ist es. Eigentlich bin ich falsch anzogen, weil ich gedacht habe, jetzt kommt die Sonne noch durch. Aber vielleicht haben wir Glück und die schaut doch einmal vorbei, ne? Also dann marschieren wir mal los. Da ist übrigens ein Kreisverkehr großer, schön mit Blumen gemacht. Und dahinter gehen wir jetzt. Da ist der Naburger Tor, ein Naburg Tor. Und da marschieren wir jetzt einmal durch in die Stadt rein. Also das ist das Naburger Tor. Jetzt ist es richtig. Blumen sind schon langsam am Verblühen, also die Geranien sieht man, andere die blühen noch fester. Links und rechts von dem Naburger Tor ist so ein Wall, also an der Burg, so wie man sagt Burggraben, aber ist ja kein Burggraben, also ein Wall, schön. Stadtmauer, an der Stadtmauer entlang, jetzt haben wir es. Hier. So, jetzt gehen wir durch das Tor durch, durch das Naburger Tor und da geht jetzt die Altstadt los. So, hier steht Naburger Tor, erbaut um etwa 1400 und erhöht worden um 1587. Also war das einmal niedriger, das Tor. So, wir haben jetzt was gegessen, haben einen großen Hunger gehabt und jetzt stehen wir da vorm Rathaus. Das Rathaus ist erbaut worden 1348. Hat schon einiges auf dem Buckel, sagen wir bei uns da. Und das ist dann der Marktplatz davor. Das hier ist der Hochzeitsbrunnen, der Amberger Hochzeitsbrunnen. Und der soll an die Hochzeit erinnern, die größte überhaupt, die es da gegeben hat. Die hat 5 Tage gedauert und es war 1474. Und da hat der pfälzische Kurprinz Philipp mit Margarete, der Tochter des Herzogs Ludwig des 9. von Bayern, Landshut, ja, haben die geheiratet. Also es muss eine prunkvolle Hochzeit gewesen sein. Und das soll halt daran erinnern. Das hier ist die Kirche St. Martin, eine Basilika, erbaut worden 1421. Und da habe ich gelesen, wenn da die Musik drin ist, also spielt, dass der Klang unwahrscheinlich gut sein soll. Und da schauen wir jetzt mal rein. Da darf man jetzt leider nicht rein, ist alles abgesperrt. Durch Amberg fließt auch ein Fluss und der heißt Vils mit V. Das hier ist das Fenzelhaus. Das ist ein Patrizierhaus und das hat der Buchhändler Josef Fenzel gekauft im Jahr 1908. Und es ist eines der schönsten Privathäuser der Stadt.
eine Sehenswürdigkeit in Amberg ist unter anderem die Stadtbrille. Die Stadtbrille, das sind vier Tore, das seht ihr hier. Und ein Torbogen davon, der führt in den Innenhof von dem neuen Schloss. Aber das ist kein Schloss mehr, da ist jetzt das Landratsamt. Aber früher war es halt das Schloss. Das war der kleine Rundgang in Amberg. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Die Sonne ist auch noch ab und zu durchgekommen, deswegen ist es ein bisschen wärmer geworden. Und nichtsdestotrotz haben wir ein Eis gegessen. Ja, das muss immer sein, das Eis, zum Schluss. Ja, ich habe alles Amberg noch nicht so gekannt, wie ich es jetzt heute gesehen habe, muss ich sagen. Ich bin einmal durchgefahren, ja, aber sonst habe ich da nichts mitgekriegt, aber es war doch ganz interessant mit der Basilika vor allem, das ist riesengroß. Ja, und jetzt will ich mich nur noch verabschieden von euch. Das ist übrigens das tanzende Kerberpaar, muss ich mal schnell schauen. Nein, ja, das eherne Kerberpaar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis morgen. Bis morgen. Tschüss, eure Gattin Moni. Tschüss.